Maria Magdalena Channeling von Lynn Laporte. Kommentar zu Lektion 147. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Wiederholt Lektion 133. Ich will dem Wertlosen keinen Wert beimessen. Und 134. Lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist. Schauen wir, was Magdalena dazu zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. In den sehr frühen Lektionen kommen wir zu dem Verständnis, dass alles, was wir wertschätzen, den Wert hat, dem wir ihn gegeben haben. Und das betrachten wir als das, was für uns wichtig ist und was es nicht ist. Und doch verstehen wir nicht wirklich, was der Wert in den Dingen für uns ist. Und wir sehen die Dinge nicht wirklich als das, was sie sind. Sie werden Projektionen unserer Vorstellung. Es sind Entscheidungen und eine Wahl, die wir getroffen haben auf unserem Weg, darüber, was wichtig ist und was es nicht ist. Und wer wichtig ist und wer es nicht ist. Wir haben Vorurteile geäußert und wir haben Groll geäußert. Und zu Gedanken und unser Geist, wir haben unseren Geist zu Gedanken geführt, die Trennung verursacht haben. Und wenn dir wirklich klar wird, was der Wert von etwas ist, dann siehst du es als das, was es ist. Dann bist du dazu fähig und du bist fähig, es von einem Punkt der Neutralität aus zu sehen. Und du bist fähig, es als die Unschuld zu sehen, die es ist. Und du bist fähig, es als eine Schöpfung der Liebe zu sehen, die es ist. Alles wurde in Liebe erschaffen. Und das Vehikel, das dich dorthin bringt, wo der wahre Wert von allem ist, und das dir erlauben wird, wieder mit dem Geist Gottes zu denken, ist die Vergebung. Also diese beiden Lektionen greifen hier auf eine wundervolle Weise ineinander. Um etwas wirklich wertzuschätzen, musst du präsent sein. Du musst in der Gegenwart von etwas sein. Und in der Gegenwart von etwas sein bedeutet, dass du jedes Gefühl von Urteil losgelassen und entfernt hast. In jeder gegebenen Situation. Und das könnt ihr wirklich sehr einfach, Geliebte, wenn ihr euch selbst vergebt. Für jedes einzelne Objekt, Person, Ort oder Ding, das du beurteilt hast und es als nicht wertvoll für dein Leben betrachtet hast und nicht deiner Liebe wert betrachtet hast, einschließlich euch selbst und einschließlich der Zeiten, in denen du gesagt hast, ich fühle mich nicht wertvoll, ich fühle mich nichts wert, ich fühle mich nicht, als ob ich dazugehöre. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas haben kann und ich fühle keine Liebe. Und alles davon ist die Illusion, Geliebte. Denn die Wahrheit über euch ist, ihr seid von großem Wert, ihr seid heilig, ihr seid göttlich. Und diese Liebesenergie läuft durch euch durch, als ihr mit euch. Und alles, was ihr tun müsst, Geliebte, ist danach zu suchen. Und ihr werdet tatsächlich diese erstaunliche, brillante Verbindung finden, die ihr habt mit dem Geist Gottes, mit der Liebe Gottes, weil ihr seid, wie Gott euch erschaffen hat. Und das ist das fundamentalste und einfachste Verständnis des Lebens. Und wenn du diesen Moment umarmst und du erlaubst dir wirklich zu wissen und zu verstehen, dass Gott dich erschaffen hat als wertvoll und Gott hat dich würdig erschaffen und Gott hat dich nach seinem Bild erschaffen, so dass du wie Gott bist. Und dann beginnst du zu sagen, was ist Gott? Wer ist Gott? Wie kann ich mich dann ausdrücken als Gott in der Welt? Wie kann ich mehr lieben? Und wenn du deinen Tag verbringst und dich im Inneren fragst, in jeder Situation, unter jedem Umstand und bei jedem Wesen, dem du begegnest, wie kann ich dieses Wesen mehr lieben? Und viele von euch sollten sich fragen, wie kann ich mich selbst mehr lieben?
Und wie kann ich freundlicher werden? Wie kann ich zärtlicher werden? Wie kann ich sanfter werden? Und wie kann ich liebevoller werden? Und so kannst du eine völlig neue Sicht auf die Welt gewinnen und eine völlig neue Weisheit von dem, was real ist. Und so kommst du dazu, mit dem Geist Gottes zu denken und durch die Augen zu sehen, mit denen Gott sieht. Und mit der Liebe, die Liebe für alle Dinge. Und Vergebung ist der Schlüssel, um das zu erschließen, und so wie es das schon immer war. Und das ist für alle, die du beurteilt hast und auch dich selbst. Du hast so denen gesagt, du bist nicht wertvoll, du bist meiner Zeit nicht wert und du verdienst meinen Respekt nicht. Und diese Urteile fallen dann auf dich selbst zurück. Also erlaubt euch zu sein, wie Gott euch erschaffen hat, in all eurer Heiligkeit und all eurer Schönheit und all eurer Herrlichkeit, Geliebte. Findet heute eine Situation, finde eine Situation, wo du dich dahin führen kannst, schnell und rasch zu vergeben und tief zu vergeben und vollständig und weit und großzügig. Und wisse, dass die Liebe immer bei dir ist, so wie sie es immer war. Du musst nur zu ihr hinschauen oder danach Ausschau halten und du wirst sie finden. Ihr geht mit unserem Segen, Geliebte. Unserem Segen, unseren kostbaren Segen habt ihr immer. Und ich liebe euch und ich werde wieder mit euch sprechen. Ich grüße euch, Geliebte.